Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks, wieder mal mit Maiko und mir. Wäre auch komisch, wenn ich nicht dabei wäre. Genau, mit mir. Ich würde mal sagen, ich nehme mal wieder den KV-1. Ach, ich habe jetzt auch den T-50 als Light Tank. Aber ich werde mich erstmal auf Heavy und Medium konzentrieren. Vielleicht ab und an dann nochmal TD spielen, so vereinzelt. Obwohl das auch nicht gerade spannend ist. Arti lasse ich erstmal so weit außen vor. Da komme ich irgendwie nicht von Tierstufe 3 auf 4. Weiß ich nicht. Das ist eine absolute Katastrophe. Murovanka gegen 7er. IS. T-43 und KV-2. Oh Gott, neu. Cromwell. M4. Au. Das sieht ja echt vielversprechend aus. Das sieht ja richtig vielversprechend aus mit den Gegnern. Das ist schon dunkeldüster. Willkommen im Düsterwald. Ja, genau, fortgeschrittene Dunkelheit. Ach, machen wir mal das Beste draus. So, erstmal ein paar Sonnenblumen überfahren. Das ist schon mal ein guter Start. Es gibt aber nur eine Arti. Das ist immerhin was Positives. Ich bleibe mal beim T29. Oh, jetzt fängt das hier schon mit Teambeschuss an. Das wird immer besser. Da ist ein T-43. Du bist mal wieder ganz alleine fast. Kann den IS nicht treffen. Oh, ich bin gerade aufgegangen. Ich glaube vom IS. Will auch schießen. Will auch schießen. Lasst mich auch schießen. Was ist denn da los? Na komm schon. Abgeprallt an der Luke. Ja, ich folge dir ja T28 HTC. HTC, da muss ich immer an die Smartphones denken. Schaden durch Aufklärung. Jawohl, mit KV-1. Ja, verdammt. Ich wollte doch auch mal schießen. Ich könnte wetten, hier links steht noch irgendwo ein TD oder irgendwas in der Richtung. Oh, du bist tot. Was für eine Überraschung. Eine Überruschung. Jawohl, einmal Schaden verursacht. Wir müssen jetzt mal losbrettern und die. Entweder wir fahren jetzt zurück oder wir nehmen jetzt die Basis ein. Da ist der KV-2. 8-3 steht's. Läuft ja super. Lego-Team? Was ist denn Lego-Team? Das muss mir mal einer erklären.
Ja, da stand doch Lego-Team. Im normalen Chat. Okay, ich nicht. Wo fahre ich denn hin? Da ist noch ein Kandidat. Da ist auch noch ein Kandidat. Moment, habe ich den denn einmal getroffen? Gute Frage. Wenn ich doch nur was treffen würde. Oh, ich habe was getroffen. Ja. HE-Laden, genau. Gut, dass du es sagst. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber da komme ich eh nicht mehr rechtzeitig hin. Ja, siehst du? Da ist der letzte. Jawohl, Quotenkill. 212 Schaden. Ach, lächerlich. Naja, mit dem Schaden, ja, da muss ich immer noch dran arbeiten. Aber das sieht doch soweit mal ganz okay aus. Ich könnte jetzt, glaube ich, schon was Neues erforschen. Will ich das denn? Ach, lassen wir das erstmal. Dann nehme ich jetzt... Ja, die Crew ist totaler Mist hier auf dem T34, aber ich spiele den auch nur, um die Sachen freizuschalten. Dann nehme ich dann den T34-85 und dann hole ich mir die Crew vom T34-85M, wenn die ihren ersten Skill dann hat. So. Ja, Moment. Ich habe gerade erklärt, warum ich hier den T34 mit so einer schlechten Crew spiele. Weil ich will das ja nur freischalten und dann verticke ich den und dann spiele ich den T34-85 und dann hole ich die Kuh vom T34-85M auf den T34-85. Oh mein Gott, ist das kompliziert. So, und deswegen jetzt noch einmal T34 und dann dürfte ich alles erforscht haben, wenn wir gewinnen. Oh, Skoda-Action wieder. Skoda ist so toll. Ja, genau. Ja. Lakeville. Yes, oh Gott. GW Panther, nein. KV85. Eine 7er Art, die wollen die mich... Es ist eine 7er Arti? Was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich fahre in eine Stadt und stelle mich hinter irgendein Haus. Wenn mich die 7er Arti trifft, dann war's das. Ja, den sehe ich ganz schön oft, den Panther. Generell so deutsche Artis. Ja, irgend sowas habe ich glaube ich auch mal gehört. Aber wir haben den KV2R. Der Skoda nimmt allen die Vorfahrt. Der Stuck nimmt mir die Vorfahrt. Sehr, sehr sinnig. Der Uni dreht mich erstmal zur Seite. Das haben wir schon so gut wie gewonnen. Hm.
Ich fahre mal ein bisschen so defensiv an die Stadt dran und schau mal ein bisschen um die Ecke. Was redet der da? Ja, und ich beziehe Abwartposition. Ja, meine Sichtweite ist auch nicht sehr wirksam. Sind die alle da drüben? Obwohl, nein, hier ist ein IS. An dem mache ich eh keinen Schaden. Tja. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Der IS explodiert? Jawohl. Also für den Euda muss ich ja eigentlich schon HE laden. Oh. Oder auch nicht, wenn er vorher zerstört wird. Ja, echt gut aus. Und ich mache keinen Schaden. Naja, das können wir auch cappen, aber... Das ist ganz schön langweilig. Da ist ein Thunderbolt. Und treffe ich den? Ich prall ab. Und ich krieg voll einen verpasst hier. Ja, super. M4 hat mich zerstört. Und wo kam das denn jetzt? Oh, du bist ja auch schon explodiert. So viel zum Thema, das cappen wir. Dann mal zurück in die Garage und ich glaube, ich greife jetzt zum. Ja, aber ich habe das ja auch nicht gesagt. Dann nehme ich jetzt einen T-34-85. Ich habe schon fast wieder eine Million und 49.000 freie Erfahrung. Da hebe ich mir jedes Fitzeltier in freie Erfahrung auf. Oder ich gebe vielleicht mal 100 aus, um irgendwie was zu überspringen. Ein Tank. Das heißt überspringen. Naja, aber das lohnt dann auch nicht mehr. Wenn da nur noch 100 XP fehlen, dann kann ich auch freie Erfahrung nehmen. Gut, wir haben Löwen. Das haben wir schon gewonnen. Oder so ähnlich. T28, ja, bin ich auch dafür. Tiger 1, okay. Jagdpanther, Rain KV85, sieht eigentlich ganz okay aus, oder? Wie sieht das denn bei den Gegnern aus?
T29, Panther, KV2, KV85. Ich würde ja fast behaupten, ja, schwierig, ein paar Panzernamen kann ich nicht zuordnen. Aber ich würde schon fast behaupten, wir stehen ein bisschen besser da. Wo fährst du denn hin? Kommunikation ist King. Wie soll ich dich denn unterstützen, wenn du nicht mit mir redest? Oh Moment, da war ja was. Das Problem ist nur, da fallen zu viele runter. Würde ich fast mal behaupten. Du fährst auch immer da unten hin, ne? Also jedes Mal. Verdammt. Na komm, fahr noch mal hoch. T25 Prot 1. Ah, das macht er jetzt nicht mehr. Ich glaube, du hast da jetzt einen schlechten Stand. Ah, dann gucke ich einmal zu weit rum und dann bin ich schon so gut wie erledigt. Ja, da unten kann ich dich nicht unterstützen. Nicht, wenn da schon so viele rumgurken. T29. Oh Gott, das sind ganz schön viele. KV2. Na komm. Zeig mir noch mal deine Kette. Zeig mir noch mal deine Kette. Anscheinend macht das nicht. Ich mache jetzt einfach hier Kamikaze. Hilfe! Na, du willst doch da oben rumgucken. Ja, erledigt. Oh toll, 8-7. Da ist 9-7. Jawohl, das geht doch schon mal in die richtige. Oh Gott. KV2. Verdammt, ich habe doch noch mal geschossen. Millisekunde zu spät. Und du lebst immer noch. Also, das kann doch nicht wahr sein. Aber auch nicht mehr lange. Der kommt jetzt von hinten, der Panther.
Und von vorne kommt der KV2. Ja, da machst du nichts mehr. Gut. Oder eher nicht so gut. Ja, da war nichts mehr zu machen. Da kam einer von oben, von links und von rechts. Beziehungsweise von vorne und von hinten. Dann würde ich doch mal vorschlagen, nehme ich einfach nochmal den KV1, um da ein bisschen vorwärts zu kommen. Vielleicht wird es ja jetzt etwas gnädiger, was das Matchmaking angeht. Malinowka. Fünfer, Vierer. Okay, damit kann ich leben. Zwei Churchill, drei haben die. Zwei T28. Birch Gun, M37. Das sieht doch auf dem Papier schon mal ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Aber vielleicht irre ich mich da auch komplett. Ja, die sind ein bisschen problematisch, das stimmt wohl. Aber so ein Oi ist auch nasty. Zieh rum. Ich fahr ganz außen rum, glaube ich. Oder? Ja, ich fahr mal hier lang, sonst ist das wirklich der Weg viel zu weit. Wenn da gleich ein Scout links lang kommt, habe ich ein Problem. Ja, tschüss, du mich auch. Ich darf an deinem Auspuff schnuppern, oder wie? Ja, von deinem Wrack, ne? Und der Oi fährt links hin. Na super. Ach nee, der stellt sich mittig dahin. Das ist ja richtig toll. Der hat bestimmt einen ganz tollen Plan, den wir nicht verstehen. Mit Sicherheit. Oh, da ist ja schon was. Da ist ja schon was ich nicht schießen kann. Fahrt da mal nicht zu weit vor. Und, oh, ich kann drauf schießen. Ich kann drauf schießen, aber ich treffe nicht. Jawohl. Nicht getroffen. Verdammt. Das war jetzt aber eine ganz schöne Enttäuschung. 3-0 steht's. Will mich nicht beschweren. Maiko fährt da alleine hoch und machst da alles alleine platt. Und wenn ich ankomme, sind alle tot. Ja, zumindest kommt der Churchill mit. Sieht bisher jedenfalls danach aus. Da ist ein Churchill 3. Der will sich da auch hochquälen. Spot Please ist an der Stelle auch sehr lustig. Wer das spottet, ist sofort tot. Ich bin gleich da. So in einer halben Stunde. Ich fahr mal zur Windmühle.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, sage ich dazu nur. Oder versuch's mal mit Gemütlichkeit. Oh! Churchill! Was? Wieso? Wow, ich mache ja total viel Schaden. Und ich habe ihn gekillt. Okay, ich habe nichts gesagt. Da ist ja mal was bei mir abgeprallt. Das ist ja der Wahnsinn. Wir brauchen hier mal Luftaufklärung. Na, kann ich auf dich schießen? Kann ich? Kritischer Treffer, jawoll. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Und noch ein drittes Mal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jawohl. Erste Arti down. Der T-50 macht da alles alleine. Okay, das sollten wir dann doch gewonnen haben. Würde ich mal so vermuten. Typ 95, kann ich auf dich denn schießen? Ah, ja, ich schieße einfach mal, bevor da den Geist aufgibt. Getroffen! Ja, genau. Typ 95 Panzerung nicht durchschlagen. Alles klar. Ist ja auch voll das Tier, der Typ 95. Ja, ich sollte warten, bis der Zielkreis ganz klein ist. Aber sonst bin ich immer zu spät. In solchen Momenten. Könnte ja treffen. Außerdem kann ich relativ, lädt er relativ schnell wieder nach. So, die verschanzen sich da hinten. Oh, das ist natürlich nicht so toll. Aber generell so KV-1 gefällt mir schon. Ja doch. Obwohl er manchmal einfach zu viel durchgeht, wie ich finde. Zwei Kills, immerhin wieder total wenig Schaden, aber das liegt auch ein bisschen an der Knifte. Obwohl sie relativ schnell wieder nachlädt. Gut, ich würde mal sagen, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Wenn ja, würden wir uns sehr, ich muss noch lernen, in der Wir-Form zu reden, über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Das war's erstmal wieder von Maiko und mir und bis bald.